Herzlich willkommen zum Podcast Frieden finden durch das hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono. Das hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono bedeutet so viel wie etwas in Ordnung bringen oder Fehler wieder gut machen, und noch heute wenden zahlreiche hawaiianische Großfamilien das altüberlieferte Vergebungsritual an, um Konflikte zu lösen oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Das Ritual wurde früher vor allem von den Kaunas, den sogenannten hawaiianischen Schamanen, praktiziert. Der Grundsatz dieses Rituals ist: Alle Menschen sind miteinander verbunden, und dieses Ritual kann seine heilende Wirkung entfalten für sich selber und allen Beteiligten und heilende Lösungen finden. Du übernimmst bei der Durchführung Verantwortung für deine Taten und deren Auswirkungen auf dich und andere und entwickelst Mitgefühl und Verständnis. Sich und anderen vergeben fällt vielen Menschen schwer, da Vergebung oftmals mit absolut ungerechten Taten gleichgesetzt wird. Das ist jedoch ein Irrtum. Es geht um den eigenen inneren Frieden und die eigene Verantwortung. Du entscheidest, wie du unangenehme Situationen in deinem Leben beurteilst. Lebenssituationen für die Anwendung eines Vergebungsrituals können sein: Trennungsschmerz, aktuelle oder vergangene familiäre Streitigkeiten, zwischenmenschliche Beziehungen, Verarbeitung von Leid, körperliche Beschwerden und Krankheiten sowie Klärung der eigenen Lebensenergie. Sobald du schmerzhafte oder unangenehme Reaktionen im Körper durch Auslösung von Gefühlen spürst, ist dieses heilvolle Vergebungsritual der Schlüssel zur Auflösung und Loslassen von Blockaden im System. Befreie deine Seele von dem inneren Leid, das wir uns gerne zufügen mit schlechten Gedanken, dem inneren Kritiker, Groll, Wut, Angst, negativen Glaubenssätzen, Vergeltung, schuldig zu sein oder andere schuldig zu machen. Weggepackte, ignorierte Gefühle über Jahre hinweg sind der größte Grund von Leid, sowohl auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene. Verschwende nicht deine wertvolle Zeit mit Leid. Gehe aktiv damit um und mache das Beste daraus, damit du zu mehr Zufriedenheit und Ausgeglichenheit findest. Innerer Frieden und Heilung findet immer in dir statt. Es ist nicht ausschlaggebend, dass die Person, der du verzeihen möchtest, anwesend ist. Du kannst das Ritual auch alleine durchführen. Energie folgt der Aufmerksamkeit und der Empfänger erhält garantiert deine Intention. Nun kommen wir zu den magischen vier einfachen, ausdrucksstarken Sätzen, die Wundervolles bewirken. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Danke. Die Reihenfolge ist dir überlassen, ob du mit der Liebesbekundung oder dem Reuebekenntnis beginnst. Wichtig ist, dass du aus vollem Herzen dieses Ritual durchführst, damit Ho'oponopono seine gewünschte Wirkung entfaltet. Vertiefend möchte ich die Erklärung der einzelnen Sätze darbringen. Es tut mir leid. Dadurch erkennst du an, was ist, und akzeptierst die Situation. Welcher Knopf in deinem Leben wurde aktiviert, den du schon lange weggepackt hast, von der Kindheit weg bis ins Erwachsenenalter? Spüre im Körper, wo die Resonanz ist, und sage den Satz: Es tut mir leid, zu diesem Körperteil bzw. zu dieser unangenehmen Situation oder zu einer bestimmten Person. In diesem Moment
übernimmst du Verantwortung, denn es ist deins und du akzeptierst. Bitte verzeih mir. Dieser Satz gilt deinem eigenen körperlichen, seelischen Schmerz. Du gibst dich hin, in dir, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, wer auch immer was im System ausgelöst hat, du gibst dich der Heilung hin. Die Hawaiianer machen diese Heilung für die gesamte Familie in dem Moment, wo sich im Körper Schmerzhaftes und Unangenehmes zeigt, wird für die ganze Familie und auch für die Ahnenlinie dieses Ritual vollzogen. Ich danke dir. Du dankst deinem System. Du dankst dem bestimmten Menschen. Du dankst dieser Situation. Du sagst zu diesem Leid im Körper, ich danke dir. Die Programmierung über dein Ego war ein Schutzmechanismus und durch diesen biologischen Reaktionskreislauf kann dein System in tiefer Dankbarkeit dieses Thema loslassen und Frieden beginnt. Ich liebe dich. Wir füllen diese Stelle mit Liebe zu sich selbst, zu einem bestimmten Menschen, zu einer bestimmten Situation und atmen diese Akzeptanz und Wohlwollen durch den gesamten Körper, dass jede einzelne Zelle in dieser Liebeshaltung aufgeht. Zum Thema Liebe möchte ich noch einen näheren Blick darauf geben. Liebe ist eine Haltung, mir selbst und anderen Menschen zu begegnen, ohne mich oder den anderen schuldig machen zu müssen, ohne irgendwelche Bedingungen zu haben. Sich selbst zu lieben ist wahrscheinlich die schwierigste und größte Aufgabe für jeden Menschen auf der Welt. Es ist normal, dass es uns schwerfällt, ich liebe mich zu sagen, da es unsere kulturelle Programmierung ist und von Familie zu Familie unterschiedlich geprägt wurde. Da tun wir uns schon eher leichter, dass man sagt, ich liebe meine Katze oder ich liebe dieses Eis oder ich liebe meine Kinder. Auch meinem Partner zu sagen, ich liebe dich, kann uns schwerfallen. Es kann für den anderen Partner unangenehm sein und eine Skepsis auslösen. Es liegt an unserer Programmierung, uns zu schützen und in die Abwehrhaltung zu gehen. Wenn ich mich öffne für die Liebe, dann öffne ich meinen Herztempel und es könnte womöglich wehtun. Ich könnte mich ungeschützt fühlen. Wo Skepsis ist, gibt es auch einen guten Grund, dieses Ritual anzuwenden. Auch wenn unser Ego die Skepsis mitteilt, dass die Anwendung dieses Rituals nicht greift, nicht funktioniert. Wende diese vier Sätze für diese Skepsis an. Gehe in die Akzeptanz, nimm das Thema an, lasse dich ein und irgendwann kommt ein Glaubenssatz hoch, mit diesem du weiterarbeiten kannst und dir Klarheit bringt. Du spürst die Veränderung in deinem System und bist offener, was dir viele Erkenntnisse schenkt und pure Transformation. Es lohnt sich auf alle Fälle. Damit dir das Ritual leicht fällt, hier noch ein paar Tipps. Integriere das Ritual so gut es geht in deinen Alltag. Benutze es, wenn Probleme oder Konflikte auftreten. Regelmäßigkeit verinnerlicht dieses Vergebungsritual. Wende es so oft es geht an, auch wenn es sich um dasselbe Thema handelt. Du spürst, wenn sich das Thema gelöst hat. Rufe dir immer wieder ins Gedächtnis, dass wir alle Fehler machen. Keiner ist perfekt. Auch du möchtest, dass dir selber verziehen wird. Es hilft dir auch, mehr Mitgefühl und Verständnis zu entwickeln. Verbinde dich innerlich mit anderen Menschen. Vergebung entlastet nicht nur deine Seele,
sondern nimmt auch denjenigen die Last von den Schultern, denen du vergeben hast. Es fühlt sich gut an, dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen wieder besser geht. Du erlebst in deinem Alltag mehr positive Gefühle, wenn du dir selbst und anderen verzeihen kannst. Du erfreust dich mehr über alltägliche Dinge, blickst hoffnungsvoll in die Zukunft, bist glücklicher. Grübeln, depressive Verstimmungen, Ängste verlieren ihre Wirkung. Wenn wir verzeihen, zeigen wir ehrliche Wertschätzung für den Menschen hinter den Taten und reduzieren ihn nicht auf seine Delikte und Verfehlungen. So ist es möglich, dass wir uns anderen annähern, statt uns voneinander zu entfernen. Ho'oponopono verhilft dir zu mehr Seelenfrieden, Freude und Freiheit. Es stärkt dein Gottvertrauen. Das Verständnis entwickelt sich, warum jemand so handelt, wie er handelt. Die Reflexion deines eigenen Verhaltens wird unterstützt, dass man sich auch eigene Fehler eingestehen kann, dass der erste Schritt zur Veränderung ist. Dieses Vergebungsritual kann auch durch ein längeres Gebet abgehalten werden oder auch durch eine Meditation. Als Beispiel dieses Ho'oponopono-Gebet für dein inneres Kind. Es tut mir leid, dass ich so lange an meiner Angst und meinen Minderwertigkeitsgefühlen festgehalten habe. Mein inneres Kind, bitte verzeih mir, dass ich dich verletzt habe. Ich kann mir jetzt selbst vergeben. Außerdem verzeihe ich allen Menschen, die mich verletzt haben. Ich liebe dich und mich so, wie wir sind. Du bist immer für mich da, dafür danke ich dir. Ich danke meiner Familie und allen Menschen, die mich auf meinem Lebensweg begleiten. Ich bedanke mich für die Selbsterkenntnis und für meine innere Heilung. Auf dieselbe Weise kannst du auch einen Freund oder Fremden verzeihen. Das Prinzip ist immer dasselbe. Es tut mir leid, dass ich dich mit ... verletzt habe. Mein Freund, bitte verzeihe mir ... Diese heilvolle Auswirkung der Vergebung schenkt uns den wertschätzenden Umgang miteinander, den die Welt so dringend braucht. Innerer Frieden, Glück und Gesundheit sind der Lohn für die Öffnung deines Herztempels. Somit wünsche ich dir alles, alles Liebe.